Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video unter dem Motto Don't try this at home. Seit langem möchte ich euch mal wieder einen Glitch zeigen, der euch einen enormen Vorteil in jeglichen Spielmodi verschafft. Und deswegen Don't try this at home, wer es nicht weiß, ganz wichtig, nutzt du Bugs aus. Ich weiß, wenn Respawn hier Bugs einfügt, du kannst ja nichts dafür. Du kannst aber was dafür. Also es soll sich jetzt nicht jeder angesprochen fühlen. Aber es gibt Leute, die sehen das jetzt und sagen, boah, das mache ich auch. Du kannst dafür sogar permanent gebannt werden. Nutze es nicht aus und es zählt nicht die Ausrede, ja, wenn Respawn zu blöd ist und das nicht gefixt kriegt, krieg selber Schuld. Nee, es steht in den AGBs. Es gibt für dieses Spiel AGBs und da steht es drinne. Nutze es nicht aus, sei nicht so dumm, Folgen könnten passieren und das hatten wir alles schon öfter. Ich möchte jetzt aufklären, es gibt einen Rampage-Glitch, wo du unendlich Termite ballern kannst. Und genauso funktioniert das auch für die Sentinel. Ich hatte eigentlich ursprünglich, ich rede jetzt ein bisschen um heißen Brei, ihr werdet auch gleich verstehen warum. Ich wollte euch eigentlich nur den Effekt zeigen, wie das aussieht. Ich habe aber gerade festgestellt, ich könnte euch den Glitch zeigen, wie er in der endgültigen Fassung aussieht, ohne euch zu zeigen, wie man es aktiviert. Das geht aber nur auf dem PC. Es gibt auf der Konsole ebenfalls einen Weg, das zu aktivieren. Das musst du aber immer und immer wieder machen. Das heißt, du musst zum Beispiel eine Termitgranate laden und wenn dann der ganze Spaß vorbei ist, musst du die Termitgranate wieder reinballern. Es ist aber ein Glitch, wo du unendlich Termitgranaten hast oder unendlich Schildzellen. Auf dem PC ist das, was tricky ist und deswegen ist das der Grund, warum ich euch eigentlich nicht zeigen wollte, wie es geht. Die fiese Variante auf dem PC ist einfach, ja, aktiviert das einmal und wenn der ganze Spaß leer ist, kannst du die Waffe trotzdem noch in demselben Modus weiter durchballern. Und das ist das ganz fiese dahinter. Da ich auf der Konsole aber nicht drumherum komme, um euch das bildlich zu zeigen, müsst ihr auch sehen, wie es funktioniert. Deswegen gibt es jetzt bestimmt Leute, die es mir für übel nehmen, dass ich es zeige. Aber wie gesagt, es soll eher aufklärend sein, damit ihr gar nicht erst so dumm seid, wenn ihr das vielleicht mal irgendwo zufällig seht. Boah, geil, das muss ich auch machen in Ranked und hin und her und ich zerstöre die ganzen Lobbys. Ihr riskiert euren Account, macht's einfach nicht, seid nicht so dumm. Ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert, ist ganz, ganz simpel. Ihr ladet jetzt und vergesst nicht, wenn ihr etwas aus eurem Inventar in der Firing Range runterfallen lasst, verschwindet das sofort, deswegen ist es nur sehr schemenhaft. Im Battle Royale oder Arena Modus bleibt natürlich das, was ihr droppt, auch liegen. Logischerweise, ihr ladet jetzt mit dieser einen einzigen Termitgranate, die ihr habt, eure Rampage auf und droppt aber in der Ladezeit noch die Termitgranate. Und ihr seht, theoretisch würde jetzt hier eine Termitgranate stehen und ich könnte mich jetzt hier dumm und dämlich ballern. Und dann hebe ich einfach die Termitgranate wieder auf. Oder ich baller noch gar nicht, hebe erstmal die Termitgranate auf und habe sie dann wieder in meinem Inventar. Und das Fiese bei PC ist, du musst die hier nicht wieder aufheben, da funktioniert der Glitch anders. Ich könnte jetzt die ganze Zeit weiter ballern. Ihr seht dann beim PC zum Beispiel, dass dieser unten rechts über der Rampage, dieser Ladebalken, der wäre leer und ihr schießt trotzdem in der Geschwindigkeit. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich das hier auf Konsole nur anders zeigen kann. Ansonsten kann ich euch ja nicht vormachen, dass ich ja gerade eigentlich die Termitgranate geladen habe, sonst hätte ich euch jetzt ja sonst was erzählen können. Und genauso ist das jetzt auch bei der Sentinel. Und auch bei der Sentinel ist es auf PC so, einmal gemacht, bleibt das für immer. Also zumindest für den Rest der Runde. Und das ist eine echt fiese Geschichte. Und hier müsst ihr aber aufpassen, das funktioniert nur, wenn erst das Wort emmt oder geladen oder sonst was dasteht. Ihr ladet jetzt wieder eure Charge, droppt schnell eure zwei Schildzellen, wenn ihr nur die beiden habt. Zack. Wenn ihr jetzt aber loslauft und schon losballert, verschwindet dieser Ladebalken. Ihr müsst tatsächlich warten, bis da steht emmt. Solange solltet ihr euch einfach nicht bewegen. Ihr droppt die Schildzellen. Zack. Jetzt steht emmt da. Jetzt könnt ihr unendlich oft theoretisch auf dem PC ballern. Die Sentinel bleibt jetzt die ganze Zeit für die komplette Runde geladen. Obwohl ihr es nicht seht. Das ist das Kuriose dabei. Aber auf der Konsole halt müsstest du jetzt die theoretisch gedroppten Schildzellen immer und immer wieder aufheben. Wie gesagt,
es sollte mich jetzt keiner dafür verurteilen, dass ich es zeige, weil es könnte ja sein, boah, das versaut mir jetzt in Zukunft erstmal die Runden gegen lauter Schwitzer, die das jetzt ausnutzen oder irgendwelche Noobs. Das soll aufklärend sein, dass keiner erst überhaupt so blödsinn seinen Account riskiert, weil es gibt immer noch unwissende Leute, die nicht wissen, dass einfach mal das Spiel auch AGBs hat. Ladies and Gentlemen, das war's von diesem Video. Ich wünsche euch einen schönen Start schon mal ins Wochenende. Und für alle, die sich dafür interessieren, den nächsten Livestream gibt es am Sonntag, Holobash. Und wer jetzt noch die Geduld hatte, kommenden, also nicht diesen Samstag, sondern den Samstag drauf, vor dem 4. Advent, gibt es endlich mal wieder, wenn nichts dazwischen kommt, ganz, ganz wichtig, weil meine Familie zu Besuch ist, können, aber Samstag müsste passen, gibt es mal wieder Community Games auf YouTube. Holo Bash Edition und da freue ich mich mega drauf. Ich bin gespannt, wer alles einschaltet. Und in meinem Livestream werde ich übrigens endlich bekannt geben. Ich habe jetzt endlich ein Postfach und wer es schon immer vorhatte, mir vielleicht mal irgendwas zukommen zu lassen. Wir haben das auch schon getestet, funktioniert alles, ohne dass ich meine private Adresse irgendwo angeben musste. Kann man mir über ein Postfach jetzt auf jeden Fall was schicken. Und ja, Ladies and Gentlemen, ich halte jetzt mal meine Klappe. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.